Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone mit dem Düwe Detlef und einer kleinen Runde Kampagne. Ihr habt das letzte Mal gesehen, wir haben schon mal ein paar Runden gespielt, haben hier ein paar schöne Schätze und andere Karten schon dazu bekommen und gehen jetzt in Runde 3, um die bösen Bosse kaputt zu machen. Rakanishu gegen ein Karussell? Gebt eure Schätze auf! Was hat sie da? Oh, die ist gut. Es kommt ganz drauf an, was er da für eine Fähigkeit hat. Lässt alle Diener am Ende eures Zuges eine Runde ums Schlachtfeld drehen. Ach, das ist der Dreher. Nee, das ist nicht gut. Der Dreher ist gar nicht gut. Ich würde es ihnen zeigen. Ich würde es ihnen allen zeigen. Wir belassen das mal dabei. Okay. Was macht er denn da bitte alles? Ich will ihn wieder haben. Deswegen spiele ich einfach nichts. Aber er gibt ihn mir einfach nicht. Er spielt da allen möglichen Schrott hin. Was mich aber im Moment immer überhaupt noch nicht stört. Das ist gar nicht mal so schlimm. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Leider ist es genau das, was ich mir gedacht habe. Hey, er greift nicht an, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Okay, es macht Sinn. Sehr gut getroffen. Den will ich ihm eigentlich nicht geben. Der ist gut, den möchte ich haben. Er dreht natürlich am Ende. Bei Reis, Zahn und Klaue.
bin die Wurzel allen Übels. Ja, genau. Er ist natürlich stark, ne? Halassi zu haben, ist super stark. Und jetzt kriegt er den noch. Lauf nur davon! Mal gut, er verbrennt eine Karte. Ja, aber das sind so viele Luchse auf der Hand, das ist nicht gut. Auf einmal alles voller Luchse, ey. Naja, manchmal spielt er nicht ganz schlau, ne? Das muss man ihm trotzdem lassen. Auch nicht, okay. Meine Augen sind offen. Okay. Den hätte ich vorhin spielen sollen, ja. Aber es ist noch alles gut. So, jetzt ist auf jeden Fall erstmal blank. Das hat irgendwie keinen Sinn gemacht. So, jetzt nehmen wir ihnen dann natürlich ein bisschen so die Vorfahrt weg. Schweben wie ein Schmetterling. Stechen wie eine Biene. Oh, kein Zündstoff mehr. Das ändert ja nichts daran, glücklicherweise, und damit stirbt er natürlich. Naja, das konnte er zum Anfang ganz gut durchziehen, ne? Aber hinten raus hat es dann nicht gereicht mit dem Drehen. So, jetzt gucken wir mal. Einen guten Schatz ist immer, übernehmt alles. Geil, aber kostet 10 Mana, ist mir zu teuer. Verleiht einem befreundeten Diener 2-2, ruft 2 Kopien davon herbei. Das ist ganz geil. Aber die hat mich schon so oft, Bombenabwurf, hat mich schon so oft das Game einfach instant gewonnen. Ja, da nehmen wir diesmal die großen Dicken. Und jetzt kehren wir ein quasi in das Gästehaus, oder in das Gasthaus und können uns da noch ein bisschen pushen. Werdet ihr jetzt gleich sehen, verändert euer Abenteuerdeck für diesen Beutezug, Diener austauschen, Werte anpassen, ihr habt die Wahl. So, jetzt haben wir hier gleich 2x Goldstücke zur Verfügung.
Unsere Diener werden aufgedeckt. Gegnerische liegen auch da. So, hier kostet was. Wählt einen befreundeten Diener und entfernt ihn aus dem Deck. Wenn jetzt einer hiervon schlecht wäre, würden wir den entfernen. Das ist aber nicht. Wählt einen feindlichen Diener und fügt ihm euren Deck hinzu. Das wäre mal wahrscheinlich. Wählt einen befreundeten Diener, fügt 3 neue Kopien davon ins Deck. Hier trifft man die verschiedensten Leute. Neue Gäste sind hier immer gern gesehen. Mit einem befreundeten Diener, er startet immer auf eure Hand. Das ist auch geil. Gebt euch die Hand drauf. Weil der ist sehr, sehr cool. Und das war's. Mehr können wir nicht. Den mit 0 hätten wir jetzt noch machen können, aber das andere war für Zauber. Aber das ist für mich auch nicht ganz so wichtig. Ich fand jetzt gerade das mit dem auf der 1 anfangen. Das ist sehr, sehr stark. Und ja. Rakanishu gegen Kay. Gebt eure Schätze auf. Da bin ich ja mal gespannt, Kay. Ein Eindringling. Zeit, meine neue Wurmloch-Technologie zu testen. Was macht denn die gute Kay? Offenes Wurmloch ruft einen Diener aus dem Deck jedes Spielers herbei und lässt sie kämpfen. Ah, okay. Da bin ich ja mal gespannt gleich. Ist immer schon mal ein starker Anfang, weil der liegt immer da. Und damit buffen wir den. Okay. Ich werde euch ewige Ruhe bringen. Wir nehmen die Karte noch mit und der heilt sich ja tatsächlich. Was macht er? Wenn euer Gegner eine Karte ausspielt, okay, er hat 17. Das ist natürlich übel. Genau wie zuvor berechnet. Der Kollateralschaden ist vernachlässigbar. Schade, dass ihm da so ein bisschen was fehlt. Hier hat ein Diener ein, das ist sehr geil. Schade, mit dem 5 Schaden wäre cool gewesen, dann hätten wir sie jetzt gleich töten können. Ich werde euch ewige Ruhe bringen. Das war's. Einheit. Präzision. Perfektion. Jetzt nicht ganz so schlimm. Eure Geschichte endet hier. Gibt es Ärger? Ich komme aus der Leere. Na, mach doch warum noch, ja. Mann, gut, dass wir davon 3 reingemacht haben. Die hat mir bis jetzt ganz schön gerettet. Eure Geschichte endet. Sonst wäre, glaube ich, gerade der Gegner wäre sehr stark gewesen. Aber den haben wir gut weggefegt. Ja, und damit war es das auch schon wieder.
Wieder eine schnelle Runde, aber wir nähern uns langsam dem Ende. Ist die Frage, was wir jetzt mitnehmen. Aber hier haben wir noch das Portal, was super stark ist. Deswegen werde ich das auf jeden Fall noch mit reinpacken. Das ist die Quest, die man abschließen kann. Und dann gehen wir in das nächste Gefecht. Herausforderung 5 von 8. Es werden nicht mehr so viele Aufnahmen, aber ein paar werden es noch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.